Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung über die Stupawahl 2014. Mein Name ist Dimitra Demetzaki und ich mache heute die Moderation. Vom 21. bis zum 23. Januar finden die diesjährigen Uniwahlen statt. Wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen wollt oder einfach nur einen Einblick in die Hochschulpolitik Göttingens werfen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben heute einige der Vertreter und Vertreterinnen der Hochschulgruppen Göttingens zu Gast und sie werden sich vorstellen. Und dann werden wir eine anschließende Diskussion machen zu unterschiedlichen Themen, die die Studierenden der Uni Göttingen betreffen. Hier haben wir die Gäste zur heutigen Sendung. Ich werde sie einzeln vorstellen. Wir haben hier einmal den Vertreter der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder. Die kurz ADF hat derzeit 17 Sitze im Stupa und ist stärkste Partei. Der Vertreter heute ist Tobias. Dann haben wir den Ring christlich-demokratischer Studenten, kurz RCDS, mit derzeit 7 Sitzen im Stupa. Und wir haben den Vertreter Thomas hier. Dann haben wir noch die liberale Hochschulgruppe, kurz LHG, mit derzeit 1 Sitz im Stupa. Der Vertreter, der heute hier ist, ist Joscha. Dann haben wir noch die jungsoziale Hochschulgruppe, kurz JUSO HSG, mit derzeit 7 Sitzen als drittstärkste Partei im Stupa. Unser heutiger Vertreter ist Tobias. Wir haben die grüne Hochschulgruppe, kurz GHG, mit derzeit 10 Sitzen als zweitstärkste Partei im Stupa. Die Vertreterin ist Isabel. Dann haben wir noch den schwarz-roten Kollaps, mit derzeit 2 Sitzen im Stupa und der heutige Vertreter ist Michael. Und wir haben noch die Partei, die derzeit 1 Sitz im Stupa hat und der heutige Vertreter ist Fabian. Ich beginne jetzt mit einigen kurzen einführenden Fragen zu Hochschulpolitik und Hochschulgruppen. Und ich würde euch bitten, diese ganz kurz zu beantworten. Einmal, was sind die Grundwerte eurer Hochschulgruppe und was unterscheidet euch von den anderen Hochschulgruppen? Ich würde die ADF bitten, anzufangen. Alles klar. Ja, die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder hat, wie gesagt, 17 Sitze momentan im Studierendenparlament und ist damit die größte hochschulpolitische Gruppe hier an der Uni. Wir stehen dafür, dass wir parteipolitisch unabhängig sind, also an keine Mutterpartei, die bundespolitisch organisiert ist, gebunden ist. Und stehen dafür, dass wir an der Universität direkt und an den Fakultäten direkt für die Studierenden da sind, um dort die Interessen aller Studierenden zu vertreten. Vielen Dank. Ja, der Ring christlich-demokratischer Studenten versteht sich in dem Sinne als hochschulpolitische Gruppe, dass wir mit dem christlich-demokratischen Menschenbild oder mit dem christlich-demokratischen Auftrag hier in der Hochschule versuchen, unsere Arbeit zum Wohle der Studierenden zu leisten. Wir wollen, dass man die Situation der Studenten hier verbessert. Wir machen weniger Allgemeinpolitik. Also wir setzen uns nicht dafür ein, dass beispielsweise irgendwelche Demonstrationen für die Weltverbesserung stattfinden, sondern wir wollen, dass man konkret sich darum kümmert, dass beispielsweise die Studienbedingungen hier vor Ort in Ordnung sind. Das machen wir an unterschiedlichen Fakultäten und auch im Stupa. Wir sind derzeit die größte Oppositionsgruppe und ja, danke. Ja, die liberale Hochschulgruppe stellt die Freiheit der einzelnen Studierenden in den Mittelpunkt. Uns geht es darum, dass weder die Universität noch irgendwelche Professoren noch der AStA den Studierenden vorschreibt, wofür sie Geld auszugeben haben, wie sie zu lernen haben oder wann sie wo zu sein haben. Wir wollen, dass jeder nach seinen individuellen Vorstellungen sein Studium gestalten kann und setzen uns dafür ein. Danke. Wir machen weiter mit den Jusos. Ja, die Juso-Hochschulgruppe ist... Bei der Juso-Hochschulgruppe ist besonders der soziale Auftrag wichtig. Das heißt, dass die Studienbedingungen gerade gut sind, dass aber auch die soziale Infrastruktur beispielsweise im Studentenwerk so gestaltet ist, dass Studierende auch wirklich studieren können und nicht einfach nur den Credits hinterherhecheln. Wir sind die grüne Hochschulgruppe. Wir sind derzeit mit 10 Sitzen die zweitgrößte im Studierendenparlament. Wir sind eine emanzipatorische Gruppe, eine selbst gesellschaftskritische Gruppe und wir organisieren uns im Gegensatz zu manchen anderen Gruppen basisdemokratisch. Das heißt, wir entscheiden im Konsens. Und entgegen, wie viele Menschen das glauben, wir haben nichts mit der Grünen Partei zu tun und wollen auch nicht mit denen verglichen werden. Ja, wir setzen uns für ein selbstbestimmtes Studium mit sehr viel Freiräumen ein und wir wollen die Kultur fördern. Vielen Dank.
Ja, also ich stelle jetzt die Gruppe Schwarz-Rot-Kollaps vor. Wir sind das schlechte Gewissen und das Bewusstsein für alle zurückliegenden Studierendenproteste, die Verantwortung wahrzunehmen, die Gesellschaft voranzubringen. Als Studierende und Impulsgeber für jegliche gesellschaftliche Prozesse. Wir sind nicht für Status quo, nicht für Regress, wie manche andere Gruppen schon klar bewiesen haben, sondern wollen Dinge voranbringen. In dem Sinne, alles für alle ist ein gutes Ziel und auf dem Weg dahin sollten auf jeden Fall Geschlechterstereotype aufgelöst werden und der uns immanente Kapitalismus aufgedeckt und entgegengewirkt werden. Genau, es geht sozusagen um Menschenbilder. Ja. Danke. Ja, hi, ich bin Fabian. Ich vertrete die Hochschulgruppe, die Parteihochschulgruppe. Und wir verstehen uns als eine Partei der extremen Mitte. Wir sind im Prinzip wie alle anderen Parteien bloß ehrlicher. Das heißt, wir geben direkt zu, dass wir eigentlich nur unsere ganz persönlichen Interessen im Stupa vertreten wollen. Vielen Dank. Ich danke allen Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulgruppen für die Antworten.